Unweit von Windheim liegt am rechten Ufer der noch jungen Saale die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Verkündigung. Auch hier erzählt die Sage von einem Jäger, der sich im Salzforst verirrt hatte und auf wunderbare Weise durch die Hilfe der Gottesmutter gerettet wurde. An dieser Stelle errichtete man daraufhin eine kleine Kapelle. Der große Zulauf und die reichen Gaben der Gläubigen ermöglichten schließlich den Bau einer Kirche. Der um 1450 errichtete Chor schließt an ein Langhaus vom Ende des 16. Jahrhunderts. Der Hochaltar ist ein neugotischer Flügelaltar. Der nördliche Seitenaltar mit einem zweisäuligen Aufbau wurde um 1720 errichtet. Der südliche ca. 20 Jahre davor. Er trägt als Altarbild ein Holztafelgemälde des 17. Jahrhunderts mit der Darstellung Mariens mit dem Kind. Das Gemälde wird als Darstellung der Kirche Maria Maggiore in Rom und ihres Gnadenbildes Maria Schnee in Rom gedeutet. Im Aufsatz des Altares befindet sich eine Kopie dieses römischen Maria Schnee-Bildes. Der weitere Pilgerweg führt nun zum nördlichsten und höchsten Punkt des Bistums, zum heiligen Berg der Franken, dem Kloster Kreuzberg. Bereits in vorchristlicher Zeit dürfte sich auf dem Kreuzberg eine heidnische Kultstätte befunden haben. Urkundlich wird der heilige Berg der Franken erstmals im Jahr 1164 erwähnt. Historisch belegt ist auch, dass auf dem Aschberg seit 1400 ein Kreuz stand, das auch bald zum Ziel von Wallfahrern wurde. Die drei Kreuze unterhalb des Gipfelplateaus bilden die 12. Station des 1710 errichteten Kreuzweges. 1681 wurde der Neubau der heutigen Klosteranlage in Angriff genommen, nachdem durch den wachsenden Ansturm der Wallfahrer die zuvor errichtete Kapelle zu klein geworden war. Die Klosterkirche ist ein schlichter Saalbau mit vier Jochen. Der zweisäulige Hochaltar mit großem Kruzifix und goldenem Strahlenkranz, darunter Maria und Johannes, wurde 1692 errichtet.
Die Beweinung Christi von Antonis van Dyck 1625 ist im linken Seitenaltar dargestellt. Der rechte Seitenaltar zeigt die Kreuzesvision des Ordensvaters Franziskus, assistiert von der heiligen Clara und Bonaventura. Die barocke Kanzel zeigt Szenen von der Auferstehung Jesu. Das Patrozinium der Kirche ist die Kreuzerhöhung am 14. September. Die Deckengemälde nehmen Bezug auf das Kreuzmotiv und zeigen die Kreuzauffindung und Kreuzerhöhung. Den franziskanischen Volksheiligen Antonius von Padua ist der Altar in der nördlichen Seitenkapelle gewidmet. Die Echterschen Kreuze sollen 1639 zerstört worden sein. Fragmente davon sind beim Bau der Klosterkirche gefunden und in die Außenmauern eingelassen worden. Nicht nur die Seele findet auf dem Kreuzberg Erholung, sondern auch der Leib in Form eines guten Klosterbieres und der dazugehörigen Brotzeit.